So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, eine neue Folge Ramses Kitchen, denn wir waren vor 300 Jahren, als die Dinosaurier gelebt haben, wenn ihr noch eine Million dranhängt, bei der Einheit, ach ihr wisst ja schon, wie ich es meine, mal in Chap, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Und da habe ich was gefunden, ne? Als echter Hot Boy, Hot Wheels Fan und Man gab es da einen Drink. Und zwar diesen Carbonated Soft Drink with Flavor Pasteurized. Da steht nämlich Hot Wheels Race Drink Tutti Frutti mit 250 Milliliter. Und direkt daneben, haltet euch fest, gab es den Barbie Drink. Carbonated Soft Drink with Raspberry Feoa Flavor. Also Girls Drink mit Raspberry Feoa. Wer weiß, was Feoa ist, der schreibt es mal in die Kommentare. Deshalb möchten wir die heute mal testen. Aus Chap, dieser Hot Wheels Race Drink und der Barbie Girls Drink. Für Thumbnail machen wir das mal wieder so, dass ihr da irgendwas seht. Und dann haben wir unser Gläschen hier, unser NetGhost Gläschen. Packen das mal hier rein. Oh, da fliegt der ganze Staub weg. Ich hätte es vorher mal entstauben sollen. Das stand nämlich jetzt wirklich 300 Jahre auf dem Boden rum. Wir füllen mal den Hot Wheels Drink in dieses Gläschen. Es sieht auf jeden Fall aus wie ganz normaler Energy. Wir nehmen mal 4 Zentiliter. Probieren mal. Tutti Frutti. Ja, riecht eigentlich genau wie Red Bull. Sieht aus wie Red Bull, riecht wie Red Bull, ist wahrscheinlich Red Bull nur von Hot Wheels. Ich merke keinen Unterschied zu allen anderen Energy Drinks, die es so gibt. Egal ob Booster oder sonst was oder hin und her. Es schmeckt einfach ganz normal wie ein ganz normaler Classic Energy. Der dürfte aber anders sein und da hoffe ich, dass da jetzt eine zartrosane Farbe rauskommt. Das ist nämlich Raspberry Feoa und was Feoa ist, sagt ihr mir. Deswegen probieren wir mal den Barbies Girls Drink auch wieder. Ah, 4 Zentiliter. Und der hat wirklich eine leicht rosane Färbung, was auf jeden Fall total toll aussieht, wenn ihr euch den mal so betrachtet. Diese leicht rosane Färbung. Riecht auch total süß, aber auch natürlich ein bisschen sauer, bitter, sonst was. Was ist Raspberry hier? Das ist herb. Die Herbeere. Wir kennen sie. Wir probieren mal kurz. Ja. Da möchte ich gern ein Mädchen sein und hau mir den Pinken rein, glaube ich. Also den Hot Wheels Drink. Ist nichts Besonderes, den brauchst du nicht nochmal kaufen. Der Barbie-Drink hingegen, der hat eine wirklich leicht fruchtig süßliche Note. Der Raspberry merkst du gar nicht. Raspberry ist ja eigentlich, ach nicht Raspberry, ich denke die ganze Zeit Cranberry. Cranberry ist Cranberry, das ist die schlimme, böse Beere. Raspberry müsste Erdbeer sein, oder nicht? Einfach Erdbeer. Das schmeckt also nach Erdbeer und Fujita und was weiß ich nicht, was das andere ist. Ne, Feyota. Der ist auf jeden Fall cool. So einen Geschmack habe ich noch nicht gehabt. So einen Geschmack hätte ich aber gern öfters. Und jetzt packen wir uns beide trotzdem noch hier in dieses Gläschen, damit ich nachher besser schlafen kann. Und probieren die mal zusammen gemischt, ne? Oh, ist das herrlich. Oh, sieht das gut aus. Und passen sie beide rein. Man könnte es fast denken. Ja, ja. Sie passen beide in dieses Glas, in die halbe. Das heißt, zum Abschluss werden wir das einfach jetzt gemischt probieren. Gemischt trinken, sieht gut aus. Das ist ein Isar-Maß, ne? Ist es nett, ne? Das Isar-Maß ist ja grün. Das ist der Raspberry-Maß, sagen wir mal dazu. Das ist die Barbie-Maß, jetzt haben wir es. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was geht eigentlich? Ich hätte jetzt mit viel mehr Druck auch gerechnet. Die waren wie gesagt auch nicht gekühlt. Die standen wirklich die ganze Zeit nur auf dem Boden.
Aber die sind voll genial, vor allem wenn du die mischt. Selbst wenn du die mischt, ist dieser Erdbeergeschmack im Vordergrund und es ist nicht zu süß. Es hat trotzdem eine toll fruchtige Note, also ich bin begeistert. Gönnt euch Hot Wheels und Barbie gemischt aus Chap irgendwo, wenn ihr dann mal in der Tschechei unterwegs seid. Das war's jetzt aber. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.